No shit, Sherlock. Natürlich muss ich das Spiel vorher beenden, aber was soll ich tun, wenn es abstürzt? Was soll ich tun? Ich traue mich nicht, da jetzt nochmal reinzugehen, aber ich mache es trotzdem nochmal, um zu gucken, ob das jetzt wirklich daran liegt oder ob das Spiel gerade einfach nur abgestürzt ist. Wir versuchen es mal und gucken, ob das der Fehler ist. Oh, es passiert was. Greetings, Traveler. From beyond the fog, I am Melina. I offer you an accord. Ich finde die Maids immer so gut. I can play the role of maiden, turning rune fragments into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Definitiv machen wir das. Then it's settled. I bequeath to you this ring. It will summon a spectral steed named Torrent. Geil. Oh, ey, verliebt. Ah, cool. Ein Doppelsprung. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Okay. L2 ist links aufladen und schlagen. R2 ist rechts aufladen und schlagen. Man kann auch mit diesem Pferd ausweichen. Oh, was? Kann meiner das auch? Ah, ich glaube, ich bin noch nicht so der Fan von Rosskämpfen. Ich glaube, ich bin gar kein Fan von Rosskämpfen. Au! Wahrscheinlich müssen wir das einfach weiter üben. Es war so klar, dass da noch irgendwas kommt. Es war so klar. Lol, es ist dein... Oh, er hat auf einmal sein Pferd verloren. Ja, dann springe ich davon jetzt ab und verpool dir so hart eine, dass du einen Finisher machen kannst. Darf ich wenigstens noch mal eben kurz meine Runen aufsammeln? Und... Oh, es sind auch zwei verschiedene Leisten einfach. Ja, jetzt rechts. So. Was war das vorhin? Nimm das zurück. Das kannst du sowas von... nicken. Ob du jetzt deine Stärke dadurch besser machst oder nicht, ist mir egal. Sowas macht mich denn wieder glücklich. Oh. Achtung, schöne Aussicht. Was haben wir denn hier? Okay, hier haben wir einen, drei, insgesamt zwei Wölfe. Das wird spannend. Hallo Sanctuary. Meine Frage, hast du den Baumwächter gemacht oder bist du abgehauen vor dem riesigen Kämpfer? Sagen wir es so, er hat mir sechsmal so hart in den Arsch getreten mit seinen Hufen, dass ich gesagt habe, bevor wir jetzt hier 3 Stunden lang an diesem Gegner sitzen, werde ich mich erstmal der Open World widmen und wir sehen uns am 25.02. wieder und dann werde ich ihn, werden wir dann diese offene Rechnung begleichen. Was ein Berserker. Ich erinnere mich auf jeden Fall an die Wikinger aus dem Ring City DLC. Aber deine Größe beeindruckt mich nicht im geringsten. Ich werde auf jeden Fall in 2 Stunden wieder mega heiser sein, weil ich so viel mit meiner Stimme spiele. Oh, du mit deinem Flauschi-Tackle. Das ist so süß. Die Tageszeit hat sich verändert, oder? Hat sich die Tageszeit verändert? Ich schwöre, die Tageszeit hat sich verändert. Jo, was geht? Öfter hier? Nettes Feuer. Darf ich mich dazusetzen? Mir ist ein bisschen kalt. Ich gehe danach auch wieder. Alles klar, ich gehe da mal jetzt. Oh. Aber mein Pferd kann ja bestimmt auch... Und noch einer. Alles klar. Bye. Bye, have a great time. Ich nehme das, glaube ich, zurück mit dem Pferdekampf. Man muss nur einmal richtig reinkommen. Und dann ist es halt wirklich sehr viel leichter. Ach lol, du schon wieder. Ah. Oh. Wehe, du tust meinem Pferd nochmal weh. Ich schwöre. Okay, den Rest mache ich lieber so. Ich habe Angst, dass mein Pferd stirbt. Sagte er und rannte schon wieder rauf los. Was habe ich da gerade gehört? Seht ihr, was ich da gerade sehe? Schauen wir mal hier.
Sturmhügel. Das ist kein Fieldboss, das sind ganz normale Titanen. Yo! Und die haben auf jeden Fall richtig Bock. Meine Katze sitzt gerade vorm Bildschirm und schaut sich das Ganze an und ist ein bisschen beeindruckt. Das ist echt niedlich, wie sie hier gerade schaut. Alles klar, tschüss Pferd. Autsch. Okay, okay, cool. Oh, oh, oh. Ah, okay, das war die Warnung. Gut, wir gehen. Jetzt. Und ich kann ihn noch gar nicht hin. Get over here! Und er ist direkt hinter mir. Pferd. Pferd. Ich brauch dich jetzt. Das war knapp. Hat er gerade seinen Schafen gesagt, dass sie mich angreifen sollen? Tschüss dann, ne? Oh, der ist richtig sauer. Bye! Was lernen wir aus diesem Sprung? Es existiert Fallschaden in Elden Ring. Hä? Sag mal, was ist denn über deine Leber gelaufen? Kommt einfach so ein Schaf an und verpasst mir welche. Und hast du mich gesehen oder läufst du hier nur so lang? Ohne Fight. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich den Stick nicht immer reindrücke, was ich bei sehr, sehr vielen Spielen einfach mache. So. Sehr gut. Ah, das war klar, dass der mich jetzt trifft. Boah, dass ich keinen Invisible Frame habe. Yo! Als ob, Junge, da klemme ich mir das Ei, wenn du so dumm bist. Ich hasse es so doll. Aber jetzt aber. Wieso bin ich so? Was du kannst, kann ich auch. Wir wollen da in diese Richtung. Das bedeutet, wir müssen hier runter. Ich habe jetzt aber Angst vor Fallschäden. Okay, gut, ich bin nicht gestorben. Also ich finde es von der Grafik her schön, aber die hätten auf jeden Fall noch ein bisschen mehr an Bäume und Blätter und sowas feilen können. Das ist schon sehr, sehr bunt. Finde Sekiro da aber noch ein bisschen schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß, mit Kreis gedrückt kann ich dann sprinten, aber... Alles klar, Demo sagt nein. Computer sagt nein. Oh, oh Junge. Hi, hi na. Aber was haben wir denn hier? Können wir hier runter? Ja, wir können hier auf jeden Fall runter. Wie geil seid ihr denn bitte? Wie schön auch. Und die Spiegelung. Ihr seid schon hübsch. What are you doing in my swamp? Du wolltest kämpfen. Okay. Machen wir. Ah, ich glaube, du stehst wieder auf. Thought so. Dann können wir dich auch gekonnt ignorieren. Sondern, dass man es hier auch ein bisschen gemischt hat. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Entschuldigung. Was? Hello there. Ey, cool. Ich habe aber nicht so viel Leben wie du. Alles klar. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß mit deinem Klingen der Gnade und ich hoffe, dass dir die Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. Also, sobald eine Invasion ist, ist mein Pferd weg. Das ist sehr interessant. Ich glaube, das war eine NPC-Invasion, weil der auch NPC stand. Oh. Wie? Ich habe den Sprung abgefedert. Das... Entschuldigung, das macht keinen Sinn. Dieser Sprung oder dieser Tod, den nehme ich nicht an. Ich habe diesen Tod nicht verdient. Wir haben ja aber eben gerade auch gesehen, dass ich nicht nur invasiert worden bin, sondern dass mir auch noch jemand zur Hilfe gekommen ist. Dementsprechend gehen wir jetzt hier hin und rennen zurück. Der NPC-Name ist noch unbekannt. Junge, der hält viel zu viel aus.
Jo. Und Blutung kassiert. Was geht? Ich glaube, ich gehe woanders hin. Wieso kommt der Typ erst so spät? Was macht er da hinten? Ich bin noch viel weiter vorne. Wir rennen gleich einfach zurück. So. Und zurückrennen. Weil von hier hinten ja immer so ein Goldener kam. Ach, ist nach Hause zurückgekehrt. Also muss ich wirklich aushalten und hoffen, dass ich nicht sterbe bis dahin. Oder jetzt ist er weg und kommt nicht mehr. Wo sind wir hier? Oh, Krabben. Wow. Money, money, money. Junge Krabbe gönnt sich erstmal einen Baum und mich. Wow. Die sehen mega heftig aus. Was ist das? Untersuchen. Kleine goldene Statue, kleine rote Statue. Okay. Um nur was zu. Ah. Oh. Ja, komm. Du bist ganz schön schnell. Aber mit einem Schlag auch schon tot. Krabbe war da, aber wo waren meine... Ach, die waren direkt hier vorne. Yo, Crab, was geht? Ich mach mich vom AK. Ist das eine Schildkröte? Sag mal, wie cool bist du denn bitte, Schildkröte? Mit dir habe ich nicht gerechnet. Eine Sache, wo wir nicht hingehen können. Nebelwand, 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 Nebelwand. Hier haben wir das Ende der Beta erreicht. Okay, also ich möchte jetzt eigentlich nicht am Rand der Beta langlaufen. Ich würde jetzt schon vielleicht mal ein Stück weiter gucken. Okay, die werden jetzt... Oh mein Gott!